I break myself over you. You're beautiful. If you thought that was cool, check out the scars and these bruises. So I lit the candle and I saw you watching. You were ready for something. I'm a good guy and I like the good girls, so you see why I'm a little confused. Wir machen heute das zweite Video von Black Pony, Scars and Bruises, Vorbereitung aufs Album, was dementsprechend danach kommt. Und das ist sehr aufregend. Also wenn ihr hinter mir das seht, das ist eine ganz fette Bühne. Und ich freue mich ganz diebisch darauf, jetzt mir das anzugucken und zu hoffen, dass meine Jungs so gut sind wie immer. So I leave my safe life, I break my boundaries, I put myself out on the edge, just so you can notice it. We got this huge rehearsal space that Linkin Park, Rammstein, U2, Depeche Mode, they all use this rehearsal stage, so we're gonna use it for our performance. We're in this studio called Black Box Music, and we got a stage all set up, and we got some pyro and lights and everything. But it's not working, so I'll have to go more extreme. Also das Video ist eine Mischung aus dem, was ganz wichtig für uns ist, nämlich die Band zu präsentieren als Liveband. Das ist das, was Black Pony ist, eine Band, die live auf der Bühne steht. Das sehen wir im Hintergrund. Manchmal sind die drauf, manchmal sind die nicht drauf. Die richten sich gerade ein da hinten. Und natürlich eine ganz kleine Story. In the video we got me like driving a go-kart. I love driving. Like it's, you know, boxing and stuff, which he loves to do. Trevor's playing basketball, you know, he's into sports a lot. And Kevin's working on cars, which he loves cars. So I really thought it'd be cool for everyone to see like a different side of us, other than the musician side. So it kind of ties into the story with like we're kind of getting hurt trying to impress these girls at the same time. It's showing off another side of us. That you're a soft girl and you like the good guys. You've just made some mistakes in your past. I would have never known it. Ja, ich bin jetzt hier gerade schon auf der Bühne und gleich geht's los. Das ist unser, kommt mal mit, ich zeig euch den mal. Das ist Nikolai, unser Regisseur. Genau. Hallo. Hallo. Ach. Ja, es geht gleich richtig zur Sache hier, du. I break myself over you. Shoot so far has been phenomenal. I mean, we all love being on huge stages like this. It's been crazy. Einfach nur geil, man hat Spaß, man vergisst die Zeit, weil in diesen Momenten geht es ja wirklich nur um die Band, nur dass die Band wirklich aus den bestmöglichen Perspektiven gezeigt wird. So we did a knife trick that I do with drumsticks. Und Action! Oh. Der war gut! Oh Mann! Der war gut! Oh! Der ist ja richtig geil! Oh. Also Black Pony hat schon jetzt bewiesen, dass sie gute Nehmerqualitäten haben und geeignet sind für dieses Business, für diese Branche, weil es ist kein leichter Weg, den wir gehen. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was bis jetzt passiert ist und auch was noch vor uns liegen wird, aber es ist halt keine einfache Branche. Und die Jungs haben bewiesen, dass sie das abkönnen, dass sie kritikfähig sind und dass sie wirklich nach vorne wollen. You never shown it, and you pretend like you don't know what I do. I break myself over you, but you seem to like. Ryan is right there, and he is about to crash into those tires set up right there. Und action! Myself over you.
I just ran into a pile of tires. As you can see, there's tires everywhere. And it was a ton of fun, actually. It was pretty cool. It's kind of weird driving into something that you know you're gonna hit. This is Kevin's set car right here. You know, where he's working under the hood. He's just hanging out, you know. You like the good guys. Just I've never known it, cause he never shown it. And you pretend like you don't know what I do. Klasse. Das war's. Das Herausragendste am Black Pony ist ganz klar, dass diese Band eine Band ist. Das ist heute ganz, 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 ganz selten. Also die Jungs sind nicht nur Musiker, die zusammen einen Musikgeschmack gefunden haben. Das sind Freunde. Das sind Freunde, die es wissen wollen und die Welt übernehmen wollen. Mit einer Spur Naivität, aber auch mit einem guten Selbstvertrauen. Und das ist ganz selten. Also das habe ich in meinem Alter fast schon gar nicht mehr. Also ich lasse mich von denen teilweise mitreißen. Wir hören das im Hintergrund gerade. Ne? Ich sage immer große Fresse, aber eine gute große Fresse. Und deswegen traue ich denen das auch zu, dass sie es schaffen werden. Also ich folge inzwischen The Black Pony. I break myself over you. My scars and my bruises.